Hallo und herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blogspiel.de. Heute natürlich wieder mit Yogi und dem Marcel. Ja, und wir waren auf der Spiel unterwegs. Genau, und wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir dieses wunderschöne Mikrofon dabei gehabt. Und wir haben einige Interviews geführt, und zwar mit Verlagen. Ganz genau. Und wie das so aussieht, das seht ihr jetzt. Hallo zusammen, hier ist der Yogi von den Dice Brothers und wir sind auf der Neuheitenshow und es hat uns zu Board Game Circus verschlagen und neben mir der Johannes. Hallo, danke, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, hi. Super cool, dass ihr da seid. Ja, und der Plan ist, uns heute mal ein bisschen zeigen zu lassen, ja, was gibt's bei Board Game Circus so für Neuheiten und darum haben wir uns auch schon direkt davor drapiert, damit auch keiner was sehen kann. Nee, darum gehen wir auch gleich zur Seite. Und wollen wir direkt in Tabula Rasa gehen und mal gucken, was es so gibt? Das können wir gerne machen. Wir starten vielleicht beim ältesten Spiel. Also Lost Lights ist ja immer noch eine Neuheit. Ich kann ja ganz kurz erklären, Lost Lights ist ein Micro-Area-Control-Spiel. Kann also nur zu zweit gespielt werden. In der ersten Phase draftet ihr Karten. Die Karten haben unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Effekte. Und es wird so gedraftet, man zieht zwei Karten, behält eine, gibt die andere der anderen Person. Das heißt, bei der Hälfte der Karten wisst ihr, was die andere Person hat. Im Laufe des Spiels platziert ihr dann Figuren auf dem Spielfeld, bewegt sie über das Spielfeld und dann kann es, beziehungsweise dann soll es zum Kampf kommen. Lost Lights, super interaktives, konfrontatives Spiel, auch wenn es sehr süß aussieht. Und das Schwierige ist dann halt, ich weiß ja bei der Hälfte der Karten, die du hast, wenn es zum Kampf kommt, zählt einer die Anzahl der Figuren, es wird gewürfelt und halt die Karteneffekte. Und da muss man immer versuchen, den anderen so ein bisschen auszukontern. Es kann mal sowas sein, dass man einen Effekt vom anderen negiert, das kann was Positives sein. Und da muss man halt versuchen, entweder dem anderen komplett vom Board zu fegen oder am Ende findet eine Mehrheitenwertung statt. Knackiges Spiel, 15 Minuten, aber da geht's halt richtig auf die Fresse, auch wenn es sehr süß aussieht. Ja, kann ich ja auch nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe schon gespielt Sehr schön. Muss tatsächlich sagen, ich mache mal kurz Werbung, auch ein Video dazu gemacht hier. Also gerne mal im Kanal schauen. Aber ich wollte nämlich auch sagen, was du auch schon gesagt hast, diese anthropomorphen, süßen Tierchen täuschen schon ein bisschen darüber hinweg, was hier wirklich passiert. Ne? Das ist so, sieht lieblicher aus, als es ist. Auf jeden Fall, aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also es gibt auch, glaube ich, Leute, die es kritisiert haben, aber ich glaube, es ist ein bisschen einfach mal was anderes als so ein hartes, düsteres Thema für ein Area Control. Ja, auf jeden Fall. Also hat mir persönlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ein bisschen Würfelglück gibt es, glaube ich, dabei. Das stimmt. Okay, dann geht's ja noch ein bisschen kleiner irgendwie, oder? Genau, Hermit ist ein Solo-Legespiel. Theoretisch kann man das auch, wenn jede Person ein Exemplar hat, auch mit mehreren im Koop-Modus spielen. Es geht hier um den kleinen Einsiedlerkrebs, der ins Meer möchte. Und ihr seht hier am Strand unterschiedliche Kombinationen an Muscheln. Und die müsst ihr in dieser Auslage nachlegen. Das heißt, wir haben Karten und können die halt übereinander puzzeln, wie es man es bei ganz vielen anderen Puzzlespielen kennt. Zum Beispiel natürlich auch von Obsthain, Zitrushain oder Herbsthain, unseren anderen kleinen Puzzlespielen. Und dann muss man halt versuchen, dafür zu sorgen, dass Hermit den Ozean erreicht. Das alleine ist auch schon super, aber für mehr Wiederspielwert sind im Spiel noch mehrere Szenarien drin. Und ich kann da schon ein bisschen anteasern. Wir sind intern schon am Überlegen, was man damit noch alles machen kann. Aber mehr sage ich noch nicht. Aber damit wird auf jeden Fall noch mehr gemacht. Und wenn jetzt jeder sein eigenes Spiel hat, wie funktioniert das dann? Genau, also der Strand ist immer einer, aber dann puzzelt man für sich jeder hat eine eigene Auslage. Das, was etwas schwieriger dadurch ist, jede Person muss immer das nächste Muster puzzeln und dadurch muss man echt gut auch so ein bisschen vorplanen und überlegen, weil sonst, wenn man nicht gut puzzelt, dann bewegt sich die Wasserkarte auch immer weiter weg und dann hat man eventuell verloren, aber es ist, würde ich sagen, eher ein fluffiges Spiel. Mit den Szenarien wird es so ein bisschen knackiger, aber es ist eher so ein Wohlfühlspiel. Ein Feel-Good-Spiel, okay. Cool, sieht doch gut aus und passt in jede Urlaubstasche quasi mit rein. Auf jeden Fall, das geht immer mit. Ja, super. Okay. Ja, ich glaube, dann kommen wir zum vom ganz kleinen Brecher. Auf jeden Fall, ich bin gerade überlegen, ich weiß nicht, ob das unsere größte Box ist. Mythmin ist ja auch relativ groß, aber Endeavor ist schon ein ordentliches Ding. Das ist ein komplexes Strategiespiel. Thematisch haben wir ein U-Boot, sammeln eine Crew und bewegen uns dann halt im Ozean, indem wir unterschiedliche Aktionen machen.
der Grundmechanismus ist, zu Beginn jeder Runde bekommen wir Aktionsscheiben und wir bekommen neue Crewmitglieder. Diese Crewmitglieder ermöglichen uns unterschiedliche Aktionen, die wir hier auf dem Board ausführen können. Also wir bewegen uns natürlich über das Brett, wir können Publikationen über das Meer schreiben und dadurch Reputation erlangen. Wir können was für den Umweltschutz tun. Und das Besondere an Endeavour, die Tiefsee, ist es, es gibt unterschiedliche Szenarien. Die Szenarien haben unterschiedlichen Aufbau, die Szenarien haben unterschiedliche Ziele. Und da steckt einiges drin auf jeden Fall. Mhm. Für wen ist das so gedacht? Ist das eher so, kann man sagen, ist eher so das Kennerspiel? Oder ist das, würde ich sagen, nee, da muss ist schon eher was für die Expertenriege unter uns? Also ich würde sagen, das hat vielleicht am Anfang eine kleine Einstiegshürde, wäre zu wenig, es hat schon eine Einstiegshürde. Mhm. Aber wenn man drin ist, das ist ein sehr fluffiges Spiel. Auch die einzelnen Züge gehen relativ schnell. Also wir kennen das ja häufig von vielen Eurogames, dass ein Zug lange dauert. Hier ist das wirklich sehr schnell, weil wir eine Scheibe auf einem unserer Crewmitglieder einsetzen und dann ist schon die nächste Person dran. Man kann auch so ein bisschen Kettenzüge freischalten, aber es spielt sich eigentlich relativ flott. Natürlich, wenn man zu viert ist, 2 Stunden kann man auf jeden Fall spielen. Aber ich würde sagen, klar, gut, es hat einen super Flow auf jeden Fall. Stark. Jetzt muss ich mal fragen, ist ja auch eher ungewöhnlich, dass so 2 große Verlage auf so einem Cover sprangen. Wie kam es dazu, dass das mit Frosted Games zusammen vertrieben wird oder publiziert wird? Genau, wir haben ja den Vorgänger Endeavour, die Segelschiff-Ära, auch schon mit Frosted Games zusammen gemacht. Und da hat sich auf jeden Fall angeboten, das auch zusammen mit Frosted Games zu machen. Und weil man ja auch bei uns sagen muss, wir sind ja eher für ein bisschen fluffigere Spiele bekannt. Und da haben wir, glaube ich, einfach so ein bisschen unsere gegenseitigen Expertisen verbunden. Und jetzt passt es, glaube ich, ganz gut sowohl zu Frosted Games als auch zu uns, weil das ist ein komplexeres Spiel für uns, aber trotzdem noch sehr eingängig. Ah, okay. Ja, das klingt für mich absolut nachvollziehbar. Ja. Ja, krass. Ja, war es das denn schon oder haben wir noch mehr zu sehen? Nee, wir haben noch eine Neuheit. Die machen wir zusammen mit Game Imbiss. Das ist ein niederländischer Verlag. Dementsprechend ist Kintsugi sowohl auf Deutsch als auch auf Niederländisch erhältlich. Das ist ein schnelles, familienfreundliches Drafting- und Set-Collection-Spiel. Kintsugi, das ist die japanische Kunst, zerbrochenes Porzellan mit Gold wieder zusammenzufügen, sodass dann einzigartige Kunstwerke entstehen. Zu Beginn der Runde wird eine offene Auslage hingelegt, dann findet ein Snake Draft statt, das heißt einmal im Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeigersinn. In jeder Runde geht dann auch Porzellan zu Bruch, das wir dann mit gesammeltem Gold wieder reparieren können. Am Ende kriegt man dann einerseits für reparierte Gegenstände Punkte, außerdem finden auf einigen Karten sind so bestimmte Wertungsbedingungen für jede Schüssel, für jede Tasse. Also auch in der Viertelstunde gespielt, das ist wirklich ein flottes Drafting-Spiel für die ganze Familie. Okay, davon habe ich auch tatsächlich noch gar nicht gehört bis dato. Das ist mir auch komplett neu. Gut, dass du hier bist. Ja, da auf jeden Fall. Das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Super. Okay, sieht spannend aus. Auch von dieser Kunst habe ich noch nie gehört tatsächlich. Das ist mir auch völlig neu. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört, aber mir ist neu. Ja, klingt spannend. Ja, sehr schön. Ja, und das kann man bei euch am Stand auch alles einmal, kann man das Set spielen bei euch, wenn man auf der Messe bei euch vorbeikommt. Ah, ne, ihr seid unterwegs auf der Messe, habe ich gelesen, ne? Genau, also wir haben keinen klassischen Stand im Sinne, ihr könnt herkommen, wir zeigen euch die Spiele und können sie ausprobieren. Wir haben mit Game Imbiss und H-Town Games, das sind 2 niederländische Verlage, einen Verkaufsstand. Den findet ihr in Halle 5, 5B311. Da könnt ihr Kintsugi kaufen. Aber da wir halt mal gesagt haben, als Team wollen wir selber mal wieder durch die Hallen laufen, ein bisschen entdecken quasi, wie ihr es immer jetzt die letzten Jahre gehabt habt, wollen wir auch mal wieder erleben. Ja, cool. Ja, genau, das hatte ich gelesen, weil es auch was Ungewöhnliches eher, oder? So, aber wohl in den letzten Jahren wart ihr auch mal in Kooperation mit anderen Verlagen auf Ständen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, ja. Wir haben quasi das alles schon ausprobiert. Wir hatten schon einen ganz kleinen Stand auf der Messe. Wir hatten mit Skellig Games mal einen wirklich großen Stand. Ja. Jetzt haben wir mal quasi keinen Stand und dann wollen wir mal gucken, was man nächstes Jahr vielleicht ausprobieren kann. Ich wollte gerade sagen, dann freue ich mich auf das Interview nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Dann werden wir mal fragen, wie denn die Erfahrungen waren, ohne Stand auf der Messe gewesen zu sein. Und vielleicht habt ihr nächstes Jahr dann wieder einen großen Stand, weil ihr sagt, nee, wir wollen doch wieder irgendwie fester Anlaufpunkt sein oder so. Ich bin gespannt, was ihr erzählen werdet. Auf jeden Fall. Ja, also dann, ihr wisst jetzt, wo ihr die Sachen bekommen könnt. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann einfach den Johannes finden auf der Messe. Es sind ja kaum Leute da, habe ich gehört, dieses Jahr. Da wird bestimmt total einfach. Und dann bedanke ich mich sehr für die Vorstellung der Spiele. Und dann würde ich sagen, habt eine tolle Messe. Genießt es, dass ihr rumlaufen könnt. Und dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder.
Auf jeden Fall, genau. Vielen Dank für das Interview. Viel Spaß euch noch. Und dann vielleicht sehen wir uns. Wenn ihr in den Gängen uns seht, sprecht uns gerne an und kommt gerne mit uns ins Gespräch. Das Dank machen sehr. Wir. Ja, da sind wir wieder. Mhm. Und ich hoffe, es war informativ und spannend für euch. Gut, ja, also für uns war es spannend. Man hat es gemerkt. Wir hatten Spaß bei der Sache. Von daher, super cooles Ding. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr es fandet, was ihr an den Neuheiten und dergleichen gesehen habt, so, welche Fragen ihr habt. Und ansonsten Daumen hoch, Kommentar, Abo da lassen. Alles klar. In dem Sinne, habt eine gute Zeit, spielt was Schönes. Wir sehen uns und hören uns und sehen uns auf demnächst. Macht's gut.